Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Claudia und Claudia ist 46. Guten Morgen, Claudia. Hallo, Domian. Ja, hallo. Du verstehst mich gut. Ich verstehe dich gut, ja. Das ist prima. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Claudia? Ja, also ich habe vor einem Jahr die Diagnose gekriegt, arterielle pulmonale Hypertonie. Ja. Das heißt auf Deutsch Lungenhochdruck. Ja. Ist eine seltene Krankheit. Lungenhochdruck, man kennt ja so Bluthochdruck, ist ja nur sehr bekannt. Aber ja. Lungenhochdruck habe ich so auch noch nie gehört. Mhm. Lungenhochdruck heißt, dass der Druck in der Lunge erhöht ist, weil die rechte Herzkammer das Blut nicht mehr durch die Arterien in der Lunge pumpen kann oder nur noch schwer pumpen kann. Warum kann die das nicht? Sind die Arterien verstopft? Die Arterien sind verengt, ja. Und kann man das nicht operativ lösen? Nein, kann man nicht operieren. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Mhm. Nee, das Problem ist eben auch, dass die Forschung noch gar nicht so weit ist, dass die da richtig ran können. Es gibt zwar jetzt Medikamente, wo man gut eingestellt werden kann, also dass man trotzdem noch eine gute Lebenserwartung hat. Vielleicht erklärst du es noch weiter. Also das Herz kann nicht genug in die Lunge hineinpumpen. So hast du es gerade gesagt. Mhm. Das wiederum hat zur Folge, dass man unter Sauerstoffmangel leidet, dass die rechte Herzkammer ständig gegen einen großen Widerstand arbeiten muss, also sehr belastet ist. Achso, dann muss das Herz sich also besonders anstrengen. Genau. Sehr stark schlagen. Ja. Das genau, hält, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Gartenschlauch zudrückt, dann muss der Wasserdruck auch erhöht werden, damit das Wasser nicht durchkommt. Aber das belastet doch das Herz ungemein. Das belastet das Herz ungemein, das schwächt es auch. Und die Folge daran ist, dass eben die Leute an Herzversagen sterben. Mhm. Das ist das Problem und man ist halt im Leben einfach ausgelockt. Ja, und wie spürst du das so im täglichen Leben? Einmal einen verstärkten Herzschlag, dann kannst du schlecht atmen, weil du wenig Sauerstoff bekommst. Was noch? Ja, kurz gesagt, man läuft durch die Welt wie mit angezogener Handbremse. Mhm. Na, man hat keine Leistung mehr, man kann nur noch wenig Treppen steigen, man kann keine Berge mehr laufen. Mhm. Also man kommt dann sofort außer Atem. Ja. Und wenn man sich überbelastet, das spürt man oft nicht am selben Tag, sondern komischerweise erst am nächsten Tag. Mhm. Da ist man dann unwahrscheinlich müde, also ich schlafe dann fast den ganzen Tag, kann mich gar nicht auf die Beine halten dann. Gibt es auch keinerlei Medikamente gegen diese Erkrankung? Es gibt ein paar Medikamente, also so gefäßerweiternde Medikamente. Mhm. Bosentan, Sitesenal gibt es. Mhm. Dann gibt es auch was zum Inhalieren. Nimmst du diese gefäßerweiternden Medikamente ein? Ich nehme es ein, ich nehme die Tracler. Das sind jetzt die ältesten auf dem Markt, die gibt es seit 10 Jahren. Mhm. Vorher gab es eigentlich so gut wie gar nichts. Mhm. Und ich mache jetzt momentan auch in der Tablettenstudie mit, wo natürlich auch manchmal Nebenwirkungen hat, wie wenn die Gefäße sich erweitern, dass zum Beispiel die Nase verstopft ist, weil sich ja die Gefäße im ganzen Körper erweitern und nicht nur in der Lunge. Ne? Mhm. Manchmal spürt man Darm, na, hat man Durchfall und... Ein gefäßerweiterndes Medikament ist ja auch Viagra, was eigentlich ganz andere Wirkung haben soll. Ist das so was Ähnliches, was du einnimmst? Das ist das Gleiche. Ach, das ist das Gleiche? Ja, Revatio zum Beispiel,
wurde, also wo man an Rivatio getestet hat, wurde Viagra erfunden. Dies hat aber keinerlei Auswirkung, wie die Auswirkung bei Männern zu beobachten ist, dass sie sexuell aktiver werden können, und davon merkst du nichts. Nein. Haben diese Medikamente denn eine gewisse Wirkung und erleichtern sie deine Leiden? Die erleichtern es etwas, ja. Durch die Gefäßerweiterung kann dann das Herz doch etwas leichter pumpen. Also sonst kann man eigentlich wenig machen. Man kann ganz leichtes Training machen. Also ich habe eine Reha gemacht. In Heidelberg ist übrigens die einzige Reha-Klinik, wo auf diese Krankheit spezialisiert ist. Das heißt, es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die das haben. Nein, ca. 15.000. Ja, immerhin. Und dann viele wissen es halt auch nicht. Das ist nur das Problem, dass die meisten es erst gar nicht merken, erst wenn es schon ziemlich fortgeschritten ist. Ja. Also man kann chirurgisch nichts machen, das hast du uns gerade erklärt. Man kann da so ein bisschen rumprobieren mit den Medikamenten, die du gerade erwähnt hast. Ja. Es klingt sehr belastend. Ich höre es irgendwie auch so ein bisschen in deiner Stimme, dass du nicht so, vielleicht nicht so, so einen gesunden Atem hast, wie ein normaler Mensch beim Sprechen. Ja. Ganz viele, ja. Ja, es ist nicht schlimm, aber so ein bisschen, wenn man darauf achtet. Momentan auch erkältet. Das Problem ist auch, dass das ganze Immunsystem geschwächt ist. Ja. Also ich bin jetzt fast den ganzen Winter immer wieder erkältet. Wie hoch ist die Lebenserwartung bei einer so seltenen und eher merkwürdigen Erkrankung? Es ist schwierig zu sagen. Also es gibt Patienten, ich bin in der Selbsthilfegruppe, die leben bereits seit 27 Jahren mit der Krankheit. Ne, und musste jetzt aber leider auch erfahren, dass ich schon zwei Patienten jetzt verloren habe. Innerhalb eines Jahres. Ne? Also es gibt ja gar keine großen, wahrscheinlich auch keine großen Forschungen noch nicht und wissenschaftliche Unterlagen, Studien dazu. Wenig. Es gibt nur eine Studie, die ist vom Professor König aus Heidelberg, dass Leute, die also die Reha machen, die er auch übrigens erfunden hat, das ist ganz leichtes Ergometerfahren, Atemübungen, Lauftraining, also spazieren gehen mit bestimmten Atemübungen, ganz speziell auf einem abgerichtet, dass den Leuten es besser geht. Ja, machst du diese Sachen? Ich habe die Reha hinter mir, ich habe gute Erfolge gehabt, muss ich sagen. Und kannst das auch so mit in deinen Alltag rübernehmen? Ja. Das ist gut. Macht dir das Angst, diese doch unerforschte Erkrankung zu haben? Angst macht es mir nicht, aber ich fühle mich sehr ausgeschlossen in der Gesellschaft, weil ich so viel nicht mehr mitmachen kann. Wie lebst du denn? Bist du verheiratet? Ich lebe mit dem Partner zusammen seit einem halben Jahr. Und ist halt jetzt für mich sehr schwer, weil er schon aktiv ist. Er macht Musik, er fährt zum Skifahren. Ist er jetzt wieder eine Woche weg beim Skifahren. Das heißt, du kannst kaum was mitmachen und musst dich schonen, weil du das einfach nicht schaffst. Ja, ich wollte jetzt heute ihn überraschen, wollte ihn besuchen. Bin bis Oberstdorf gefahren mit dem Zug. Und dann ging es mir so schlecht, dass ich wieder heimfahren musste, weil ich die Höhenluft schlecht vertrag, natürlich. Weil er da höher auch desto weniger Sauerstoff. Claudia, so belastend das ist, aber immerhin gibt es doch schon Hoffnung, wenn du sagst, dass da Patienten sind, die schon seit 20, 30 Jahren die Erkrankung haben. Vielleicht arbeitet die Zeit insofern etwas für dich, dass vielleicht doch in einigen Jahren etwas entdeckt wird, wie man besser vorgehen könnte bei dieser Erkrankung. Also es laufen viele Forschungen. Durch das, dass die Krankheit so selten ist, habe ich auch das Glück, an die Ärzte zu kommen, die an der Forschung sind. Ah ja, das heißt, du bist gleich in der Quelle, wenn die was Neues entdecken. Genau. Das ist gut. Claudia, das fand ich sehr interessant, was du mir erzählt hast. Wenn auch für dich natürlich das
weniger Schönes oder interessant, was du da hast, aber ich wünsche dir vom Herzen, dass du stabil bleibst, und wir wünschen allen anderen Patienten natürlich auch, dass bald ein Mittel oder ein Therapieverfahren entdeckt wird. Problem ist halt, dass man in der Gesellschaft sich so ausschließen muss. Ne? Mhm. Mhm. Und ich war immer aktiver Mensch und bin jetzt total fast auf Null gefahren worden. Ne? Verstehe. Das ist jetzt mein Problem, was ich eigentlich mehr habe. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Jetzt haben wir so lange über die Erkrankung gesprochen, weil die uns so unbekannt war. Ja. Und haben auf diesen Aspekt gar nicht so eingehen können. Das machen wir jetzt im Hintergrund. Das heißt, mein Psychologe ruft dich nochmal an und ihr könnt dann mal beraten, was auch mit zum Thema Isolation und Vereinsamung, was du vielleicht tun könntest. Okay. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf, Claudia, und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Alles klar, okay. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer heute zur freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. Hier ist Harald und Harald ist 33. Guten Morgen, Harald. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Harald. Was also erst einmal, ich bin ein großer Fan deiner Sendung und ich finde es halt vorbildlich, wie du dem Menschen in der Nächstenliebe begegnest und ihnen auch neue Hoffnungen schenkst. Also das finde ich einfach toll und mach weiter. So. Vielen Dank, sehr nett, vielen Dank. Zu deinem Thema. Ja, ich würde gerne ein Gedicht vortragen, also der Welt da draußen und dir und also es ist auch über Hoffnung und Liebe, weil ich finde, Liebe transzendiert alle Sprachen und ist so das Wichtigste und auch das, was den Menschen so die Hoffnung schenkt. Und gut, wenn es nicht zu lang ist? Nein, also es ist kurz eigentlich. Dann legen wir los. Harald trägt ein Gedicht vor. Bitteschön. Glaub an die Liebe. Tobende Stürme, finstere Nacht, funkelnde Sterne in all ihrer Pracht. Strahlende Sonne, kristallklare Seen. Erkenne die Wunder, die täglich geschehen. Himmlische Feuer, leuchtende Glut. Glaub an die Liebe, dann wird alles gut. Ein Regenbogen mit Farben so rein. Ein blauer Planet, so groß und doch klein. Lachende Kinder spielen im Schnee. In all dem sehe ich Schönheit, die ich niemals verstehe. Unendliche Weiten aus Raum und aus Zeit. Ein Sonnenaufgang, der zum Träumen befreit. Himmlische Feuer, leuchtende Glut. Glaub an die Liebe, dann wird alles gut. Das Mondlicht, das schimmert in dunkelster Nacht. Der Stern, der ins Herz scheint und über uns wacht. Scheinbar endlose Meere, Flüsse und Seen. Die Farben des Frühlings, die kommen und gehen. Riesige Berge voll Blumen und Licht. Ein schöner Mensch, ein lächelndes Gesicht. Das Laub, das vom Baum fällt und tanzt mit dem Wind. Die Quelle des Lebens, aus der wir alle sind. Ein Meer aus Zeit, das sich über uns legt. Ebbe und Flut, wenn sich alles bewegt. Himmlische Feuer, leuchtende Glut. Glaub an die Liebe, dann wird alles gut. Ja, vielen Dank. Das hast du selbst gedichtet? Ja. Ja. Woher kommt das? Woher bist du so literarisch interessiert? Oder woher kommt der Impuls, das zu machen? Also es sind irgendwie so Gedanken, die dann kommen. Ja, das ist wie so ein Fluss und dann muss ich das auch niederschreiben. Also wenn dann so ein Impuls kommt, also dann... Mein Hauptthema ist halt meistens so Liebe und Hoffnung, also weil ich finde, das einfach so sind so die wichtigsten Dinge und... Du hast gerade ganz am Anfang das Wort Nächstenliebe gebraucht. Kommt dein Engagement auch aus religiöser Richtung? Ja, also ich bin ein Jesus-Freak, also... Jesus-Freak? Ja. Ein Jesus-Anhänger? Ja. Ist das eine besondere Gruppierung, Jesus-Freaks? Oder also Jesus-Freaks, uns gibt es halt weltweit und auch in Deutschland hier die Jesus-Freaks-Gemeinden und also wir sind halt sehr liberal, also liberaler als meisten anderen Gemeinden und das ist auch das, was mir gefällt. Ach so, das heißt, du gehörst gar nicht einer speziellen Kirche an? Also wir sind schon eine Gemeinde, also eine freie evangelische Kirche sozusagen und nennen uns halt die Jesus-Freaks. Ne? Also die Jesus-Freaks. Wie viel seid ihr in Deutschland? Oh, ganz Deutschland weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also in unserer Gemeinde hier in Münster sind wir jetzt 30 bis 40 Leute und in ganz Deutschland, also das werden schon ein paar hundert sein. Also so. Und was unterscheiden jetzt die Jesus Freaks? Wie unterscheiden die sich von, ich sag mal, von der normalen evangelischen Kirche beispielsweise oder katholischen Kirche? Also wir sind einfach liberaler in allem, ne, und sehen alles nicht ganz so eng und musikalisch auch in unseren Gottesdiensten. Also wir da geht die Post ab bei euch. Also uns gibt es halt richtige Gitarrenmusik und ja. Also mit E-Gitarre und
Sind das denn eher junge Leute, die bei euch sind? Ja, also eher schon junge Leute, ne? Ja. Also wir haben auch ein paar ältere Menschen dazwischen, aber also wir sind schon eher so jüngere Menschen, so Studenten oder... Wie lange bist du dabei? Also ich bin jetzt seit 2006 dabei. Ach, so lange schon. Das ist ja schon eine ganze Weile. Ist es so, dass du oder ihr auch so rausgeht und Leute überzeugen wollt und missionieren wollt? Ja, so teilweise. Also wir machen halt so Brot, so eine Art, also Brotgruppe. Ne? Also wir gehen dann zu den Obdachlosen und verteilen halt Brot und oder. Ja gut, das ist ja noch kein Missionieren. Das ist ja eine nette Geste oder ein Akt der Nächstenliebe. Oder wir sammeln halt Kleidung und verteilen hier, also, ja, so in der Richtung, aber so Missionen, also so in der Richtung eher weniger. Also. Ja, ich erinnere mich, ich war früher mal in so einer schrecklichen Zeltmission, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da mussten dann die Leute nach vorne kommen und sich zu Jesus Christus bekennen und so ein, also so ein bisschen wie in Amerika, wenn man das aus dem Fernsehen sieht, da musste man so ganze Sachen nachsprechen und ich bekenne mich zu Jesus Christus und man stand dann da vorne und das war alles sehr rituell und... Ja, ich bin auch der Meinung, Glaube sollte nie zwanghaft sein, sondern aus dem Herzen kommen und also wirklich echt sein. Und wenn du jetzt sagst, Jesus-Freak, das heißt, dieser Jesus ist für dich was sehr Besonderes. Ja. Wenn du jemanden jetzt doch davon überzeugen würdest sollen... Was ist das Tolle an Jesus, so wie du ihn siehst? Also er ist die Liebe, ne? Also die Liebe ist sein Wesen, ne? Und das steht über allem, ne? Also die Liebe zu allen Menschen, egal welcher Konfession, egal welcher Sexualität, egal also er ist die Liebe, ne? Und er liebt alle Menschen, also so sehe ich das, ne? Ja. Könnte man ja von anderen, in anderen Religionen, Propheten und Weise und Heilige könnten das ja auch so sein und so könnte man die ja auch sehen. Ja. Und warum bist du dann gerade Christ und nicht Buddhist zum Beispiel? Also ich war auch lange Zeit also in also eher so in der Nachfolge Oshos, ne, also so in der Richtung Sannyasin so unterwegs, ne, aber dann bin ich halt durch mehrere Umwege dann zu den Jesus Freaks gelangt und ja, das hat mich einfach so überzeugt, also die Nächstenliebe, die ich da auch erlebt habe in der Gemeinde und das war einfach authentisch, ne? Und also das hat mich dann überzeugt. Ne? Also, wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an den Propheten, ich glaube an Allah. Vollkommen in Ordnung. Also Allah ist ja auch ein Wort, also das arabische Wort für Gott. Mhm. Und wenn jemand, du hast gerade die asiatische Religion angesprochen, wenn jetzt jemand sagt, für mich gibt es im Hinduismus mehrere Götter, die mir heilig sind, was sagst du dazu? Also das Wichtigste ist die Liebe. Ne? Also wenn ein Mensch in der Liebe lebt, glaube ich, dann hat er wirklich das Wesen Gottes verstanden. Mhm. Und wer die Liebe in sich hat, der trägt auch Gott in sich sozusagen. Also wenn ein Mensch wirklich in der Liebe und in der Nächstenliebe lebt, dann hat er den Kern erfüllt. Ja. Also die Hauptsache erfüllt. Finde ich, könnten und sollten wir alle unterschreiben, was du da gesagt hast. Das ist jetzt dein Weg bei den Freaks da, aber muss ja nicht der Weg sein, kann ja auch irgendwie anders sein. Harald, danke schön für deinen Anruf und danke für das Gedicht. Ich noch ein Autogramm haben. Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, vielen Dank und mach weiter so. Dankeschön, ne? Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Und also nach den Jesus Freak, Harald, kommt jetzt die Viola. Viola ist 47. Guten Morgen. Guten Morgen. Viola, weswegen hast du mich angerufen? Wir kommen mit dem Tod von unserer Tochter nicht klar. Wann ist denn deine Tochter gestorben? Am 23.01. In diesem Jahr? Ja. Und wie alt ist deine Tochter geworden? 21. Ja. Sie ist früh zum Arzt gegangen, weil sie einen Befund von der Schilddrüse abholen sollte und ist wieder nach Hause gekommen und ist vor der Wohnungstür tot zusammengebrochen, auf Deutsch gesagt. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Sie kam vom Arzt wegen einer Schilddrüsenuntersuchung? Ja, da sollte sie bloß den Befund holen. Den hat sie geholt und ist nach Hause gekommen, ist vor der Wohnungstür. Und mein Mann hat es poltern hören und ist raus. Und jedenfalls wollte raus, kam nicht raus, weil sie vor der Tür lag. Mhm. Und dann ist er rausgekommen, sie hat noch zweimal gesagt, ihr ist schlecht und dann war es aus. Weiß man denn im Nachhinein, woran sie dann so plötzlich gestorben ist? Ja, der Notarzt, den wir hier hatten,
Der hat ja eine halbe Stunde versucht, sie zu reanimieren. Mhm. Mein Mann stand die ganze Zeit daneben. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Er kriegt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich, ja. Ich krieg das nicht aus dem Kopf. Du hast es auch gesehen dann? Ich habe sie auch gesehen. Ich habe ja den Notarzt geholt. Mhm. Das heißt, die ganzen Reanimierungsmaßnahmen, diese Bilder Nein. hat man im Kopf? Ich hab die Bilder nicht im Kopf, weil ich unten stand und mich haben sie nicht die Treppe hochgelassen. Ah, verstehe. Mhm. Aber wie die Sanitäter kamen, da war meine Tochter schon tot. Weiß man denn jetzt, woran sie gestorben ist? Ja, es wurde gefragt, ob wir sie zur Obduktion freigeben. Ich sage ja. Mhm. So, und dann anderthalb Stunden später kam der Notarzt nochmal und hat uns gesagt, dass wir das selber zahlen müssen. Mhm. So, und das haben wir gemacht. Was zahlt man denn für sowas? Na, theoretisch 290 Euro. Ja. Und was kam dabei raus? Dass sie 10 bis 14 Tage vor ihrem Tod eine leichte Lungenembolie hatte. Und am Todestag eine Thrombose in der Hüfte, im Becken und dadurch eine kräftige Lungenembolie ausgelöst wurde. Das heißt, mit der Schilddrüse hat das gar nichts zu tun gehabt? Nein, gar nicht. Es war eine Embolie, die jeder Mensch kann sowas ja bekommen. Ja, sie hätte im Krankenhaus sein können, der Arzt hätte neben ihr stehen können, er hätte sie retten können. War deine Tochter eigentlich sonst gesund? Das letzte halbe Jahr war sie nur wegen Schmerzen beim Arzt. Das fing im Rücken an, das fing in der Schulter an. Gibt es da einen Zusammenhang? Angeblich nicht. Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade diese furchtbare Situation vor. Deine Tochter wurde versucht zu reanimieren, es wurde versucht, sie zu reanimieren. Und dann irgendwann muss der Arzt sagen, nein, es geht nicht mehr. Er hat gesagt, noch 5 Minuten und dann ist Schluss. Und diese 5 Minuten waren irgendwann um. Wie erlebt man das denn dann, wenn der Arzt sagt, es geht nicht? Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Es bricht alles über einen zusammen. Das heißt, deine Tochter lag da auf der Erde und der Arzt hat gesagt, es geht nicht mehr. Ja, die ersten 3 Tage sind an mir vorbeigegangen, ohne dass ich irgendwie das realisiert habe. Ich habe ja dann, das ist nicht mehr passiert. Das kann nicht mehr passiert sein. Die Annika kommt am Wochenende wieder und alles sowas ging. So, und dann nachher wurde das wirklich extrem. Wo ich gesagt habe, es stimmt, sie kommt nicht wieder. Am 23.01. sagst du, ist das passiert? Ja. Das ist ja nun wirklich noch nicht lange her. Nein. Es gab dann die Beerdigung. Wie hast du die Beerdigung erlebt? Am Montag. Das war das Schlimmste von allen, was man sich vorstellen kann. Das war das Schlimmste von allen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Weil ja sonst die Eltern gehen und nicht die Kinder zuerst. Ist deine Tochter so beigesetzt worden in einem Sarg oder ist sie verbrannt worden? Nein, sie wurde verbrannt. Ist sie dein einziges Kind gewesen? Nein, ich habe noch 2. Der Große wird dieses Jahr 30 und die Kleine, die wird 21. Aber die verstorbene Tochter war ja auch 21. Also war ein bisschen 23, entschuldigt, habe ich es falsch verstanden gerade. Das Schlimme daran ist ja auch, dass man sich in keinster Weise verabschieden konnte. Gar nichts. Das ist ja wie ein ganz plötzlicher Schicksalsschlag, ist das ja passiert. Ja, und mein Mann hat sich aber die Schuld gegeben. Das war ja das Schlimmste an allen. Warum hat er sich die Schuld gegeben? Weil er sie nicht retten konnte. Aber das siehst du ja hoffentlich nicht so. Nein, das ging so lange, bis wir den Befund hatten von der Pathologin. Die war auch sehr nett. Und die hat gesagt, die hätte keiner mehr retten können, auch nicht mal, wenn es im Krankenhaus passiert wäre. Genau, dass wenn sie sofort in ein Krankenhaus gekommen wäre, wäre es nicht mehr rettbar gewesen. Nee, wenn sie auch im Krankenhaus gelegen hätte. Sogar dann. Nicht, weil die Lungenembolie dermaßen stark war,
hätte gar noch mehr was machen können. 23 Jahre nur alt geworden. Ja. Das ist sehr schlimm. Das ist sehr traurig. Das kann man nicht. Nein, das kann man wahrscheinlich gar nicht ausdrücken. Nee. Wie habt ihr Ihre Beerdigungsfeier, wie habt ihr das gemacht? Wie ist das abgelaufen? Wir haben uns, weil mehrere mit waren, da hatten wir uns vom Friedhof getroffen, dann sind wir hingegangen. Mhm. Dann hatte die Rednerin dann noch ein bisschen geredet, die kannte sie auch persönlich. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir nach Hause gekommen sind, gar nicht. Mhm. Kann man da überhaupt richtig zuhören, was der Redner sagt, wenn man so... Nein. Kann man nicht, weil man sich mit ganz anderen Problemen befasst. Mhm. Weil dann immer noch im Hinterkopf ist, warum. Mhm. Ich glaube auch, dass das eines der schlimmsten Dinge ist für Eltern, wenn die Kinder vorher gehen. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Wie geht es jetzt zur Zeit deinem Mann? Wie ist die Stimmung bei euch? Naja, es geht. Er muss am 6.3. zur Psychologin. Mhm. Und dann werden wir weitersehen. Mhm. Und die anderen, die Geschwister, wie haben die diese furchtbare Nachricht aufgenommen? Der Große, der ist in psychologischer Behandlung schon. Mhm. Weil er gerade in der JVA ist. Mhm. Er hatte aber den Tag Hamsen gebracht. Mhm. Der war ja total am Boden zerstört. Mhm. Der konnte überhaupt nicht mehr. So, und nun mal weitersehen. Ja. Man kann nur nach vorne blicken, weil wir ja nur noch eine Tochter haben. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu der verstorbenen Tochter? Wir haben ein bombiges Verhältnis gehabt. Also fast Freund, Freundin. Eigentlich zu all meinen Kindern. Mhm. Hast du gerade gesagt, was dein Mann macht und was die Kinder machen, die gehen zu Psychologen. Was machst du denn? Wie gehst du denn mit deinem so schweren Schmerz um? Ich muss auch zur Psychologin. Es geht nicht anders. Mhm. Warst du schon mal da? Nein, wir haben noch keinen Termin gehabt. Ja. Kannst du denn mit deinem Mann darüber sprechen, über die Trauer? Ja, jetzt ja. Mhm. Seitdem wir wissen, was passiert ist, ja. Mhm. Vorher ging gar nichts. Dann ist es sehr gut, dass ihr die Obduktion habt durchführen lassen, weil das eine schwere Last, nämlich die Schuld, ist dann schon mal weggenommen worden von deinem Mann, dass er sich vorstellte, er hätte Schuld daran. Ja, vor allem, weil wir auch wissen wollten, an was sie ist. Natürlich, ja. Gehst du denn oft zum Grab? Ja, wir sind fast jeden zweiten Tag im Grab. Anders geht's nicht. Sprichst du mit dem Kind? Ja. Es sind Bilder hier in der Wohnung. Manchmal abends ist es so, dass ich zur Tür gucke, da denke ich, sie kommt zur Tür rein und alles. Mhm. Wie sind so deine Vorstellungen, Viola? Glaubst du, dass sie irgendwo anders weiterlebt und auch dich sieht und alles mitbekommt? Ich weiß es nicht. Im Moment ist es so schlimm, dass man überhaupt nichts weiß. Mhm. Der Schmerz macht einen kaputt. Ja, das glaube ich. Deshalb finde ich die Entscheidung sehr richtig, dass ihr euch für Hilfe sucht von außen. Das muss. Das muss sein. Ohne kommt man nicht weit. Ich möchte dir noch einen Tipp geben, wenn du es nicht schon auch selbst schon weißt. Es gibt in Deutschland eine Selbsthilfeorganisation, die heißt Verwaiste Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Ja, haben wir hier, wir wohnen. Hast du mit denen auch schon Kontakt aufgenommen, mit den Leuten? Nein, haben wir noch nicht. Da treffen sich Menschen, die auch ein Kind verloren haben. Aus welchen Gründen? Ein junges Kind, ein älteres Kind? Ich habe hier viel Gutes schon gehört von diesen Selbsthilfegruppen. Vielleicht wäre es auch noch ein Anlaufpunkt für dich oder sogar für euch beide, für dich und deinen Mann. Ja, da wollen wir sowieso hingehen. Mhm. Denn da haben wir uns schon erkundigt, ob es das gibt. Und das gibt es, ja. Sehr gut, ja. Dennoch, bei aller Hilfe von außen, letztendlich muss man das Leid für sich alleine tragen. Ja. Es ist gut zu sprechen und es ist gut, sich mitzuteilen, aber...
die tiefe Trauer muss man immer für sich alleine bewältigen. Und unter Umständen kann das sehr schmerzhaft und auch sehr lange dauern. Aber das Reden ist ganz wichtig. Ich glaube, Schweigen, Trauern und Schweigen ist ganz schlimm. Ja. Und das haben wir durch. Ja. Mit unserer jüngsten Tochter. Mhm. Spricht nicht mehr drüber, gar nicht. Und die jüngste Tochter, wird die auch zum Psychologen gehen? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Nein, die werden. Ja, du kannst es ihr vielleicht nochmal einfach anbieten. Vielleicht nach ein paar Wochen sagt sie, okay, ich mache es auch. Sie will davon überhaupt nichts wissen. Mhm. Dann lass sie hat mich so doll verschlossen. Mhm. Dennoch würde ich ihr es einfach nur nochmal sagen, dass sie vielleicht eigeninitiativ nach einer gewissen Zeit sagt, okay, dann mache ich es. Man kann ja auch niemanden zum Sprechen zwingen. Ja, das stimmt schon, aber das fällt mir alles so schwer. Das glaube ich. Eine Tochter habe ich verloren. Aber das kannst du natürlich auch in dieser Selbsthilfegruppe sehr gut besprechen, weil dieses Phänomen werden sicher einige Eltern auch berichten, dass ein Geschwisterteil plötzlich verstummt und nicht mehr reden möchte. Mein tief empfundenes und herzlichstes Beileid, Viola. Danke. Und wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Mein Psychologe ruft dich nochmal an. Vielleicht hat er noch zusätzlich einen Tipp für dich und für euch, was ihr tun könntet. Vielleicht auch für deine Tochter. Mhm. Ja? Ich bitte dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich zurück. Ja. Danke. Von Herzen viel Kraft und alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke. Auf Wiederhören, Viola. Tschüss. 1.31 Uhr haben wir, 1.32 Uhr in ein paar Sekunden. Und ich bin verbunden mit Dirk. Dirk ist 53. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Was geht's denn bei dir? Tja, ich bin eigentlich noch ein bisschen geschockt von der Vorsprecherin. Da kommt man mit seinem eigenen Anliegen eigentlich ziemlich nichtig und klein vor. Aber ihr hattet gestern ein Thema drauf, das da hieß, also was ich hasse. Ich hasse, da ging es um Gefühlsregungen etc. pp. Und ich habe eurer Redaktion schon gesagt, ich bin seit circa 3,5 Jahren blind. Aha. Und und habe einfach eine Erfahrung gemacht, die mich also manchmal fassungslos macht, was ignorante Menschen eigentlich so drauf haben, die Ignoranz eigentlich leben, mehr durch ihre Hilflosigkeit. Mhm. Also bezogen auf deine Blindheit. Ja, bezogen auf die Blindheit, überhaupt auf Behinderung, egal welche Art diese Behinderung stattfindet. Sag doch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ich sitze in einem Restaurant mit meiner Frau und man fragt dann, der Kellner kommt, fragt dann, was man zu essen bestellen möchte. Meine Frau erzählt dann, was sie haben möchte. Und dann fragt der Kellner meine Frau, und was möchte der Herr neben Ihnen? Die sind einfach, weil man ist ja gekennzeichnet, man hat seine 3 Punkte auf der Brust und ich trage dazu halt eben auch noch eine Kantenfilterbrille, weil grelles Licht verursacht mir Schmerzen in den Augen. Und ich denke einfach mal. Und er hat nicht geglaubt, dass du eventuell auch taub bist, das nicht? Absolut nicht. Absolut, steht nirgendwo geschrieben. Ein blinder Mensch und dann traut. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass viele Leute einfach Angst haben, einen behinderten Menschen einfach ganz normal zu behandeln und anzusprechen. Richtig, genau. Sehe das auch so. Mhm. Und ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, ob ich bei euch anrufe oder nicht, um auf dieses Thema mal zu sprechen zu kommen. Dann habe ich mir einfach überlegt, durch diese Sendung treffe ich natürlich auch auf ein größeres Publikum, die also das Gespräch mitbekommen, die sich dann vielleicht auch mal Gedanken darüber machen könnten, dass also Behinderung nicht unbedingt etwas mit Intelligenz und Dummheit zu tun hat, einfach mit irgendeiner Form, mit einem körperlichen Gebrechen und den Menschen normal behandeln. Absolut. Ich finde das gut, dass du angerufen hast und das thematisierst. Dann sag doch mal den Leuten, die so ein bisschen unsicher sind, wenn sie auf einen Menschen mit Behinderung treffen, egal was er hat,
Wie soll man sich verhalten? Wie sollen Sie sich verhalten? Also ich gehe zum Beispiel seit einem guten Vierteljahr gehe ich in Schulen. Wir haben in diesem Jahr, gibt es ja das Louis Braille Festival, das ist der Erfinder der Blindenschrift. Mhm. Und im Rahmen dieser Geschichte hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin eine Aktion gestartet, wo man also blinde Menschen animiert, in Schulen zu gehen. Sehr gute Idee. Um Vorurteile halt eben direkt in den Köpfen, wo sie klein sind oder noch gar nicht vorhanden sind, direkt auszumachen. Ich will dir mal was sagen, wenn du in der Schule warst und da einen Vortrag gehalten hast oder dich mit Schülern unterhalten hast, wenn einer von den Schülern mal Kellner wird, der wird bestimmt nicht die Frau des Blinden fragen, was will denn der Mann? Richtig, der wird bestimmt dann direkt den betroffenen Menschen auch ansprechen, weil da die Hemmung dann schon etwas abgebaut ist und die Hemmschwelle. Ja, genau. Das ja noch ein bisschen hilflos mit dem Kellner. Gibt es auch üble Sachen, die dir sehr übel aufstoßen? Also sehr übel, die fast beleidigen? Ja, nein, eigentlich nicht. Also das ist so eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeiten, derer gibt es halt eben mehrere, dass man gefragt wird, ja, wie viel sehen Sie denn überhaupt noch? Das sind alles so Fragen, die sind vollkommen uninteressant. Man ist als blind eingestuft. Und wenn ich also als blinder Mensch mit einem Weißstock durch die Gegend laufe, dann kann ich eigentlich nur noch mit irrsinnigen Hilfsmitteln vielleicht noch einen Buchstaben erkennen, aber flüssig lesen und so geht gar nicht. Aber weißt du, ich glaube, das würde ich dich auch fragen. Kannst du noch irgendwas sehen? Vielleicht Licht oder Schatten? Das noch beschreiben? Das nehme ich auch niemandem übel, absolut nicht. Ja. Mhm. Oder zum Beispiel halt eben, man steht ziemlich orientierungslos irgendwo an der Bordsteinkante, möchte die Straße überqueren, man ist nur auf sein Ohr fixiert und man hört die Leute an sich vorbeihetzen und laufen und nur ganz selten spricht dich mal einer an und fragt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Das habe ich auch schon. Das stimmt wirklich. Das sind Dinge, die machen mich dann wütend, aber aus dem mehr die Wut aus der Hilflosigkeit heraus. Also da wäre der Wunsch, sofort angesprochen zu werden, kann ich Ihnen helfen? Bitte? Da wäre dein Wunsch, direkt von jemandem angesprochen zu werden, kann ich Ihnen über die Straße helfen? Ja, zum Beispiel. Nicht direkt, natürlich nicht, mein Gott. Manche Blinde wollen ja auch gar nicht geholfen bekommen oder andere versehrte Menschen. Mhm. Es geht halt eben einfach nur darum, die Menschen ein wenig zu drauf zu sensibilisieren, dass sie einfach nicht mit etwas offeneren Augen durch die Gegend laufen und vielleicht auch mal so ihr Gefühl gleiten lassen, zu sagen, Mensch, steht der da jetzt nur am Straßenrand oder ist er vielleicht wirklich orientierungslos? Ja. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich habe relativ schnell einen Blindenhund bekommen, der eine super tolle Aufgabe macht, der mich wirklich total sicher durchs Leben führt. Und da bin ich also schon ein Stück weit ein privilegierter Mensch. Mhm. Das hat aber nicht jeder blinde Mensch. Gibt es auch so viele alte Menschen, die erblinden durch Diabetes und so weiter. Ja, genau. Und für die ist es ja noch viel, viel schwieriger. Ich habe ja für mich die Erfahrung gemacht mit dem Umgang mit behinderten Menschen. Das läuft am allerbesten, wenn man die behinderten Menschen völlig normal behandelt, wie jeder andere Menschen auch. Dann ist es eigentlich immer am entspanntesten. Ja. Und da kann man sogar mal einen Scherz machen und das ist auch okay. Sag mal, du hast gerade gesagt, du bist vor 3,5 Jahren erst erblindet. Was ist passiert? Richtig, genau. Ach, das ist eine recht kurze, heftige Geschichte gewesen. Angefangen über einen Hörsturz, dann eine beidseitige Lungenembolie, dann ein Infarkt im rechten Auge und ein halbes Jahr später hat das linke Auge dann auch noch erwischt. Ein Infarkt im Auge? Ja. Was ist das genau? Das musst du dir das vorstellen, wie bei der Vorrednerin auch, dass man also einen Thrombus entwickelt. Mhm. Wie gesagt, ich hatte eine beidseitige Lungenembolie, da wäre ich auch beinahe dran gestorben. Und dann hat man festgestellt, nach der Lungenembolie, dass ich also einen Gendefekt im Blut habe, dass ich zur Thrombenbildung neige, aber 50 Jahre vorher nie was gehabt habe in dieser Richtung. Ja. Also verstopft sich irgendetwas im Sehen? Verstopfen sich im Venensystem, bilden sich Blutklümpchen, und die schießen dann irgendwann, lösen die sich von den Aderbändern ab. Und schießen durch den Körper. Bei mir sind sie zweimal in die Lunge, einmal ins Ohr.
Ja, und dann halt eben zweimal ins Auge marschiert. Was machen die dann in den Augen? Ja, haben dort die Hauptarterie, die Hauptversorgungsader verschlossen. Mhm. Der Druck ging auf die Kapillargefäße. Mhm. Die Kapillargefäße sind geplatzt und das Auge ist verblutet. Das Auge ist verblutet. Passiert das innerlich verblutet. Passiert das von einem Moment auf den anderen? Bei dem einen, ja natürlich, bei dem einen Auge ist das ganz, ganz heftig gewesen, da ist es nachts passiert. Stehe am nächsten Morgen auf, ich sage zu meiner Frau, ich gucke ein bisschen scheel, aber geht gleich schon wieder besser. Und ja, dann bin ich also zur Arbeit gegangen, dann habe ich aber gesagt, du, das geht nicht besser. Mhm. Ich gehe mal zum Augenarzt. Sah man das, dass es rot war, das Auge? Sah man? Nein, sieht man nicht. Mhm. Und dann ich hatte zwar Einblutungen auf der weißen Haut ein bisschen gehabt, aber es war nicht so dramatisch. Mhm. Ich bin dann also in die Helios-Klinik gekommen, in die Augenklinik, und dort hat mir der Professor gesagt, Herr Glaubert, tut mir leid, an dem Auge können wir nichts mehr machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, an dem linken Auge zu versuchen, durch eine kristalline Cortisonlösung, die man direkt ins Auge gespritzt bekommt, eventuell die Kapillargefäße und die Adern ein wenig zu stärken und zu stabilisieren. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Mhm. Ja, vor dem Abstand von einem halben Jahr. Und jetzt frage ich dich auch, du die Frage eigentlich so gerne magst. Ja, kannst du irgendwas noch wahrnehmen? Oder? Also das Sehvermögen ist bei mir geschätzt auf 0,03%. Ach, lieber Gott, das ist ja fast... Das ist ein ganz klein wenig hell und dunkel. Wie gehst du denn mit deinem, das ist ja ein heftiges Schicksal, wie gehst du damit um? Am Anfang war es natürlich sehr schwierig, psychische Probleme gehabt, aber die ich nicht so sehr an mich herangelassen habe, sondern ich hatte, ich sage das mal so salopp, zwei Möglichkeiten, mich vor einen Zug zu werfen oder die Geschichte anzunehmen. Mhm. Und ich habe mich für Letzteres entschlossen, weil ich für Ersteres zu feige bin. Und du engagierst dich jetzt, das ist ja sicher auch sehr hilfreich. Ja. Ich gehe ganz offen mit der Geschichte um. Mhm. Und spreche auch mit jedem darüber, der auch Fragen hat, stehe ich also jederzeit zur Verfügung. Das ist ja auch eine Form der Selbsthilfe, ne? Dass man dann so offensiv nach außen geht, ja. Zweifellos. Lieber Dirk. Und ich habe eine tolle Frau, die mich also auch gut durchs Leben bringt. Ja. Ja, und aber wie gesagt, halt eben, für mich ist es eigentlich ganz wichtig. Lass mich mal fragen, einen Satz zur Frau. Ja. Als das passiert ist, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Ehe auch verkompliziert oder sogar belastet. Wie war das bei euch? Natürlich, das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt. Mhm. Das ganze Leben. Hattest du mal Angst, dass deine Frau dich vielleicht verlässt? Hattest du Angst? Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Das ist eine gute Aussage. Also, das zeigt, dass ihr gut zusammenpasst, ihr beiden. Ja, ich glaube schon, ja. Ich sage immer zwar, wir sind ein Pärchen wie Max und Klärchen, aber es passt. Lieber Dirk, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Das war sehr gut und das war sehr aufschlussreich und interessant für uns alle. Wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinen Projekten und deiner Aufklärungsarbeit. Okay, danke. Auf Wiederhören, Dirk. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Danke, tschüss. Fernanda, 20, guten Morgen. Hallo. Fernanda. Das klingt aber schön. Oh. Das klingt so nach lockerem südländischem Leben. Ja, ist brasilianisch. Brasilianisch, wie schön. Genau. Bist du Brasilianerin? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme so kratzig. Verstehe, bist du hier geboren oder in Brasilien? In Brasilien. Und wie lange lebst du schon hier? Seit 10 Jahren ungefähr, ja. Achso, dann hast du ja noch eine sehr gute Erinnerung an deine Heimat. Ja. Mhm. Und woher kommst du in Brasilien? Salvador. Ah. Toll. Ja. Ja, ich kenne das. Ich kenne es. Fernanda, weswegen hast du angerufen? Um was geht's? Ich rufe an wegen dem Thema von gestern. Ja, ich hasse dieses Gefühl. Ich hasse dieses Gefühl. Und zwar handelt es sich bei mir um extreme Verlustängste, die ich habe. Mhm. 2010 ist meine Patentante gestorben. Mhm. Ganz plötzlich. Ja. Das war für mich sehr schlimm. Also sie war neben meinen Eltern eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. War deine Patentante auch noch sehr jung? Nein, also sie war schon sehr alt. Also sie war schon 84. Mhm, aber wir hatten halt schon seit ich geboren wurde immer ein sehr inniges Verhältnis. Also ich wurde mit 6 Jahren getauft und habe damals schon mich total dafür eingesetzt, dass sie meine Patentante wird. Mhm,
meine Mutter hat mich gefragt, mein Vater war da total dagegen, weil er eigentlich jemand anderes vorgesehen hat, aber ich wollte das halt unbedingt. Mhm. Und sie war auch sehr nah mit meiner Mutter. Sie hatte Arthritis und hat ein neues Kniegelenk bekommen. Ja. Ist von der OP wieder aufgewacht und dann ging es rapide bergab. Mhm. Ihre Organe haben versagt nach und nach und es war halt so, dass wir innerhalb von 3 Tagen einen Flug nach Brasilien nehmen mussten. Das ging wirklich zack, das ging zack, zack. Also achso, die Patentante lebte in Brasilien. Genau, ah, ja. Verstehe. Mhm. Es hieß, wir sollen sofort kommen. Wir haben die Sachen gepackt und sind am nächsten Tag geflogen. Und am Flughafen haben wir halt die Nachricht bekommen, dass sie gestorben ist. Aber wenn die Patentante in Brasilien gelebt hat und du und deine Familie hier, hast du sie doch gar nicht so oft gesehen, oder? Doch, also sie war oft hier. Mhm. Immer für ein halbes Jahr. Ach so. Mhm. Ja, und da ist dann wieder nach Hause und wir haben sie auch oft besucht. Mhm. Also alle zwei Jahre sind wir hingeflogen und in der Zwischenzeit war sie halt oft für ein halbes Jahr da. Ah ja, verstehe. Und der Kontakt war immer, der Kontakt ist nie abgebrochen. Ja. Hast du noch jemanden verloren? Nein, Das war der Schock und das hat die Verlustängste ausgelöst. Genau, also es war, dass ich danach total traumatisiert war, sehr unter Schlafstörungen gelitten habe und immer noch leide. Mhm. Ich kann nicht schlafen. Ich musste am Anfang immer mit jemandem im Zimmer schlafen, weil ich nicht alleine schlafen konnte. Hast du deine tote Tante auch noch gesehen dann in Brasilien? Ja, im Sarg, ja. Also wir sind gelandet und meine Mutter ist dann, in Brasilien ist es halt so, dass die Menschen dann gleich am gleichen Tag begraben werden. Mhm. Aber meine Mutter hat dann alles am Flughafen in Bewegung gesetzt, dass sie halt einen Tag Aufschub kriegt, damit wir uns halt verabschieden können, damit wir auf die Beerdigung können. Ja. Das heißt, wir sind abends gelandet um 9 und meine Mutter ist direkt in die Leichenhalle und ich wollte das nicht. Ich wollte mir das nicht am gleichen, das war zu viel für mich. Mhm. Und am nächsten Tag war halt die Trauerfeier im kleinen Kreis und da habe ich sie halt nochmal gesehen. Ist das so üblich in Brasilien, dass im kleinen Kreis dann bei der Trauerfeier, ist der Sarg dann immer offen? Nicht immer, aber man konnte sich entscheiden. Und meine Mutter hat es halt organisiert und hat gesagt, sie hätte es gerne offen, weil sie halt die Chance nicht gehabt hat, in der Zeit, wo sie halt krank war, bei ihr zu sein und sie wollte sich halt noch anständig verabschieden. Lass uns nochmal so auf die Jetztzeit zurückkommen. Das war ja 2010, hast du gesagt. Genau, Wenn du sagst, du leidest heute unter so, immer noch sehr stark unter Verlustängsten, wie macht sich das deutlich? Woran merkst du das? Das zeigt sich halt immer phasenweise bei mir. Also es ist nicht dauerhaft, sondern es ist meistens, wenn ich allein bin, mache ich mir Gedanken und die Gedanken führen halt dazu, dass ich total Panikattacken kriege. Ich mache mir zum Beispiel Gedanken um meine Eltern, wenn die unterwegs sind, dann denke ich, dass denen jetzt irgendwas passieren kann, Autounfall oder sonst was. Mhm. Und sobald die dann ein bisschen zu spät nach Hause kommen oder so, kriege ich totale Panik. Ja. So, dass ich dann die ganze Zeit anrufe und gucke, wo sie sind und rufe überall an und frage, ja, wo seid ihr? Und wenn sie nicht rangehen, ist es wirklich ein total schrecklich beklemmendes Gefühl. Also ich fange an zu zittern, ich kann nicht mehr klar denken, ich denke die ganze Zeit nur, ich würde sowas wie damals nicht nochmal ertragen. Ich denke immer, ich kann es nicht nochmal, es kann nicht passieren. Ich werde dann immer ganz verrückt, bis ich halt was von denen höre und dann geht es mir gut. Und im Nachhinein finde ich dann auch, das ist schon ein bisschen lächerlich, aber in dem Moment kann ich mich nicht kontrollieren, es geht nicht. Hast du noch Geschwister? Ja, 2 kleine Geschwister. Da hast du wahrscheinlich auch Angst. Die hast du wahrscheinlich auch Angst. Hast du einen Freund? Ja, ich habe auch einen Freund. Und ist das bei dem auch so stark? Ja, also mein Freund leidet extrem unter Migräne. Mhm. Das ist aber familiär bedingt. Mhm. Und bei ihm ist es halt so, dass ich mir halt immer, ich kann manchmal überhaupt nicht atmen, weil der halt so starke Migräne hat und ich dann total Angst kriege, dass es ein Tumor ist oder so. Mhm. Und er sagt mir halt, es ist halt schon von Kindheit an. Er beruhigt mich halt immer, aber ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ihr wohnt nicht zusammen? Nee. Hast du auch Angst um ihn und rufst du ihn auch oft an oder machst du irgendwas, dass du weißt? Also zurzeit sehen wir uns halt jeden Tag, weil es halt zurzeit schlimmer ist. Dass er mich halt, dass wir uns halt jeden Tag sehen, weil ich sonst einfach nicht damit zurechtkommen würde. Aber in der Zeit, wo wir uns nicht jeden Tag gesehen haben, musste ich wenigstens einmal am Tag was von ihm hören. Mhm. Also ich bin jetzt ausgezogen, um zu studieren. Mhm. Und ich muss auch jeden Tag mit meinen Eltern reden, weil ich sonst überhaupt nicht damit zurechtkomme. Ja, also ich glaube, wenn man so einmal anruft, geht's ja noch. Oder kommt es auch häufiger vor, dass du dann häufiger anrufst?
Ja, also es kommt auch vor, dass ich zwei oder dreimal am Tag anrufe, sobald, also wenn ich sie wirklich erreiche. Mhm. Wenn ich sie nicht erreiche, dann kriege ich halt, schnürt sich halt sofort alles bei mir zu. Mhm. Das war ja, heute war es zum Beispiel der Fall. Ich war heute zu Hause, weil ich erkältet bin und habe dann bei meiner Mutter auf der Arbeit angerufen. Mhm. Und sie ist nicht rangegangen und dann habe ich sofort meinen Vater angerufen und der hat gemeint, er weiß es nicht. Habe ich meine Schwester angerufen, die hat auch gemeint, sie weiß es nicht. Und dann habe ich echt im 5-Minuten-Tag bei meiner Mutter angerufen. Sie hat die ganze Zeit nicht erreicht, weil sie halt am Arbeiten war. Mhm. Und die ganze Zeit auch bei meiner Schwester angerufen. Und sie hat halt auch alles in Bewegung gesetzt, um was von ihr zu hören, weil sie es halt weiß. Sie weiß halt meine Umstände. Also ich verstehe, ich verstehe. Es ist schon extrem. Und da müsste mehr Gelassenheit ins Leben, weil du die verrückt machst und du machst die Leute um dich herum ja auch verrückt, weil die dann auch panisch werden und dir nicht Angst machen wollen. Ja, Ich glaube, wenn das sich jetzt so nach 2 Jahren so eingefahren hat, musst du was Professionelles machen. Du musst zu einer professionellen Hilfe gehen. Ja, also ich war in Therapie, in Gruppentherapie bis vor kurzem. Aber die Zeiten haben sich mit der Schule halt, die waren halt mit der Schule nicht vereinbar. Fernanda, ich glaube, ich sag das mal, mein Psychologe wird dich da gleich fachkundiger beraten. Ich glaube, eine Einzeltherapie wäre in dem Fall besser. Ja. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen, dann kriegst du eine ordentliche professionelle Beratung, was du tun solltest. Ich würde es dir sehr raten, etwas richtig zu unternehmen, denn die Sorge besteht, dass das immer schlimmer wird und dass du dich da immer mehr reinschraubst in diese Geschichte und du machst dich ja völlig fertig damit. Ja, das ist kein angenehmes Leben, sag ich mal so, wenn man halt so im Stress ist. Genau. So, jetzt legst du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an, mein Psychologe. Okay, dann kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, dann sagst du dem Peter deine Anschrift und ich sag dir auch erstmal gute Besserung für dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Patrick. Patrick ist 20, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian, hallo. Hallo Patrick, um was geht's bei dir? Ja, ich habe derzeit seit 6 Monaten eine Freundin. Und die wurde damals mit ihrem Ex-Freund sie wurde von ihm vergewaltigt. Seelisch, körperlich, sexuell. Den hat sie jetzt 8 Monate lang nicht mehr gesehen, ist weggezogen nach Bayern. Und wie lange war die mit ihm zusammen? Die war 2 Jahre mit ihm. Zwei Jahre, ja. Das war eine sehr lange Beziehung, auch eine, also ihre allererste richtige. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt auch 20. Also waren das 2 Höllenjahre? Ja, das waren 2 Höllenjahre. Das Schlimmste ist aber, er ist wieder zurück. Er wohnt wieder im selben Dorf wie sie. Im selben Dorf? Genau, er ist wieder zurückgekommen und sie haben sich heute getroffen. Und also sie hat sich freiwillig mit ihm getroffen? Sie hat sich freiwillig mit ihm getroffen. Er wollte sich bei ihr entschuldigen, bei ihr zu Hause. Ich wusste von der ganzen Sache. Wer wollte sich da entschuldigen? Er wollte sich bei ihr entschuldigen. Noch mal kurz vorher gefragt, wer hat sich von wem getrennt damals? Sie hat sich von ihm getrennt. Mhm. Und jetzt wollte er sich bei ihr entschuldigen? Genau, für die letzten 2 Jahre, alles was passiert ist. Und was ist jetzt heute passiert? Bitte? Was ist jetzt geschehen heute? Sie haben sich getroffen und ich wusste davon. Ich habe es auch akzeptiert, ich habe ihr dazu geraten. Ich weiß nicht warum. Ja, sie haben sich dann unterhalten, aber es waren nur ein paar Minuten, weil ihr Bruder dann reingeplatzt kam. Sie wohnt auch bei ihrer Mutter und dann war das Gespräch auch beendet. Ich habe sie danach abgeholt. Wie, in welcher Stimmung, in welchem Zustand war sie? Glücklich. Glücklich? Glücklich, sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Sie hat gelacht. Ich weiß nicht, ob es Freude war, dass sie mich gesehen hat, aber sie war glücklich. Sie war wirklich glücklich. Aber das klingt doch ganz gut, oder? Ja. Welche Bedenken hast du? Er ist sehr aggressiv. Er ist jetzt das Karnevalswochenende, ist er in der Aufsichtungszelle gelandet. Er hat sich mit 5 ausländischen Mitbürgern gestritten, hat sie verprügelt, hat viel getrunken. Und meine Angst besteht, dass er ihr was antun könnte. Oder dir? Mir nicht. Er kennt mich kaum. Er kennt mich kaum. Ja gut, aber der wird dich ja bald kennenlernen, wenn das ein kleines Dorf ist, wo sie wohnt. Und ja, klar. Du wohnst nicht in dem Dorf? Nein, ich wohne ungefähr 12 Kilometer davon entfernt. Also das ist schon eine Autostrecke. Nochmal zurückzukommen auf deine Beurteilung gerade. Du sagst, sie wirkte glücklich. Warum eigentlich? Ich
wir hatten die Tage vorher sehr viel Ärger. Er hat die Karnevalstage war öfters bei ihr zu Hause, weil er halt sehr gut mit ihrem Bruder befreundet ist. Achso, dann war er schon mal in der Wohnung. Genau, er war schon mal in der Wohnung, wir hatten ihn aber nicht gesehen. Mhm. Wir wussten halt nur, dass er da war. War ein sehr unangenehmes Gefühl, ich konnte nicht schlafen. Also ich frage es mal mit dem Glücklich. Glücklich, so wie du es vorhin gesagt hast, weil sie dich gesehen hat, oder glücklich, dass er sich entschuldigt hat und die Sache jetzt endgültig vom Tisch ist? Das weiß ich eben nicht. Ich fragst habe du das Gefühl, ja, das ist das Problem. Sie redet nicht mit mir darüber. Mhm. Sie blockt komplett ab, wenn es um das Thema geht. Sie möchte nicht darüber sprechen. Ich weiß fast nichts aus ihrer Vergangenheit. Ist sie denn von diesem Mann auch geschlagen worden? Ja, sie saßen zum Beispiel zusammen am Fluss, also ich sage jetzt mal nicht genau, wo das genau ist. Ja, sie saßen da gemeinsam am Fluss und ihm ist der Schlüssel runtergefallen, dann haben sie sich gestritten und kleine Sachen und dann hat sie weinend den Schlüssel im Dunkeln gesucht, im Steinbett und hat sich die ganzen Fingernägel aufgeschlitzt und er hat sie dann geschlagen, weil das nicht schnell genug ging, er hat sie geschubst, er hat sich mit der Familie angelegt, er wollte den Vater umbringen, so wie er gesagt hat, also Rufmord sozusagen, er hat sie nachts geschlagen, hat sie sexuell vergewaltigt. Ja, stopp mal eben. Darauf wollte ich dich gerade auch nochmal ansprechen. Das ist ja nun ein großer, schwerwiegender Vorwurf der Vergewaltigung. Gab es in der Tat wirklich eine Vergewaltigung? Es gab in der Tat eine Vergewaltigung. Und deine Freundin hat ihn nicht angezeigt? Nein, das ist der absolute Hammer. Sie hat ihn nicht angezeigt. Und du weißt nicht, warum? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß fast nichts aus ihrer Vergangenheit. Ich weiß nur Bruchstücke, die ab und zu mal rauskamen, aber sie redet mit fast niemandem darüber. Wie ist denn das für dich? Du bist jetzt mit ihr zusammen seit 6 Monaten, ne, sagst du? Genau, seit 6 Monaten. Ich kenne sie schon seit der 5. Klasse. Also. Okay, aber wie ist das für dich, dass sie dir sowas gravierend, das ist ja nun was ganz Wichtiges aus ihrer Vergangenheit, dass sie dir das nicht erzählt? Gut, sie hat es mir ein Stück weit erzählt, nicht direkt. Sie, denke ich, muss ja Vertrauen zu mir aufbauen. Natürlich, ja. Aber ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe das Gefühl, da ist irgendein richtig großer Stein im Brett, irgendwas, was ihr Angst macht, aber sie gleichzeitig glücklich macht. Ich habe das Gefühl, dass diese Person noch Macht über sie hat? Ja, dass er wirklich ein Teil ihres Lebens sein bleiben soll. Oder war sie glücklich vorhin, dass sie ihn so gesehen hat? Ich denke nicht. Er sieht verdammt gut aus, wie ich mir habe sagen lassen. Er hat 40 Kilo abgenommen. Und hat sich kurze Haare geschnitten. Also er sieht wirklich einmalig aus. Also du tappst ja im Dunkeln, was da los ist. Dir ist nicht klar, was zwischen denen ist. Und genau. Du verstehst deine Freundin genau nicht, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Genau, sie ist, also, egal, wenn wir darüber reden, ist sie wirklich stinkesauer. Sie blockt total ab und ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach nicht wach bin. Es ist schon wieder ein Streit passiert, ne, wegen heute. Mhm. Obwohl ich ihr davor gesagt habe, es geht so klar und jetzt möchte er sich auch noch ein zweites Mal mit dir treffen. Ich will dir mal was sagen. Ich kann das gut verstehen, wenn du da jetzt ein bisschen durch den Wind bist. Mhm. Ich finde auch, also wenn ich an deiner Stelle wäre, finde ich, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn so eine gute Vertrauensbasis da ist, dass du ein Recht darauf hast, zu erfahren, was da los ist, was da war. Sonst kannst du ja nicht Vertrauen entwickeln. Das ist ja ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wenn sie noch so traumatisiert ist, so, wir wissen ja nicht, was da alles passiert ist, dann sollte sie, das kannst du dir ja auch vorstellen, dann sollte sie sich professionelle Hilfe bei einem Psychologen holen. Aber sie muss etwas tun, damit du auch siehst, dass es ernst und ehrlich ist. Ja. Wenn sie nur schweigt und gar nichts tut, ist die Situation für dich eigentlich unerträglich, finde ich. Naja, das waren die letzten 4 Tage jetzt, so, seitdem er wieder da ist. Mhm. Ich muss morgen früh schon wieder arbeiten. Sie soll dir zumindest erklären, was dieser Mann noch für sie bedeutet. Ja. Ich ahne, dass das etwas Kompliziertes ist und dass sie vielleicht selbst nicht so richtig weiß, was da los ist. Aber nun ist ein neuer Mensch im Spiel, nämlich du. Und du hast auch ein Recht zu erfahren, woran du bist. Mal ganz grob ausgedrückt. Das ist wohl wahr. Ja. Da muss natürlich mit Fingerspitzengefühl vorgehen, weil die Frau wahrscheinlich auch sehr verschreckt ist und sehr verängstigt ist. Aber trotzdem, du kannst auf jeden Fall ihr auch den Hinweis oder den Rat geben, dass wenn sie es allein nicht schafft, dass sie sich Hilfe holen soll von außen. Das wäre wirklich schön, wenn du sich, ja, ich meine, mit einem Therapeut zu reden ist vielleicht eine Sache, aber wenigstens den ersten Schritt zu wagen, mit mir zu sprechen. Genau.
Patrick, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Alles ich habe aber, glaube ich, auch alles gesagt. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, tschüss. Vielen Dank, schönen Abend noch. Dankeschön. In der Technik, Alina Marquis, morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, tschüss.